He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Grinder wurde zur mächtigen Battle Cat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Arga ist der beste Farmer. Ich muss ihm gratulieren. Schau dir die Felder an, Orko. Sie sehen prima aus. Das ist die beste Ernte, die Eternia seit langem hatte. Arga, ich möchte dir sagen, wie dankbar dir Eternia für deine gute Ernte ist. Danke, aber der große Regen hat die Ernte verbessert, nicht ich. Mein Sohn möchte Orko um einen Gefallen bitten. Könntest du etwas für mich zaubern, Orko? Ich liebe Magie, bitte. Gut, mal sehen. Wenn ich ein paar von diesen großen Bären haben kann, zeige ich dir meinen kombinierten Jonglier- und Verschwindetrick. Bedien dich nur. Jetzt schau genau zu. Verschwunden. Wenn es euch gefällt, ich kann auch Nachtisch verschwinden lassen. Orko, du hast genug gegessen. Wir müssen zurück zum Palast. Auf Wiedersehen, Arga, Garda. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Tila. Wiedersehen. So groß und reif. Lass uns welche pflücken. Frischer Mais zum Abendbrot. Gute Idee. Orko, man muss ihn erst kochen. So ist er viel knackiger. Oh, das hat aber geknackt. Schnell weg hier. In den Lagerraum. Oh je. Eine Fremde. Bleibt zurück. Lasst mich los, ihr Feiglinge. Oh, das ist herrlich. Ich sollte das öfter tun. Solltest du auch. Hier habe ich die besten Ideen. Es ist immer so... Hilfe! Hilfe! In den Maisfeldern ist etwas Schlimmes passiert. Was denn, Orko? Tila wurde unter die Erde verschleppt. Ich finde sie nicht mehr. Unter die Erde? Von wem? Ich weiß nicht. Es ging so schnell. Gehen wir. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht findet He-Man eine Antwort. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft!
Turtlecat, grab ein bisschen. Battlecat, hast du dich verletzt? He-Man, hier unten ist ein Tunnel. Hier muss Teela verschwunden sein. Ich sehe mal nach. Ich komme mit dir. Ich weiß, sie ist deine Tochter, Duncan, aber die Öffnung kann sich schließen und wir sind gefangen. Falls das passiert, brauchen wir deine Hilfe hier oben. In Ordnung, He-Man. Beeil dich bitte. Bin schon unterwegs. Zu hoch, um wieder raufzuspringen. Ich brauche eine Leiter. Schnell, sperrt die Gefangenen ein! Hast du Schwierigkeiten? Ich werde schon damit fertig. He-Man ist ein harter Bursche. Ich hatte ihn auf. Warum macht ihr das? Streitet ihr so gern? Nein, ich will keinen Streit, aber mein Freund ist hungrig. Das ist kein Grund zu streiten. Wir würden gern helfen. Ich höre nicht auf die Lügen überirdischer. Wohin sollen wir gehen? Diese Tunnel sind wie ein Irrgarten. Sackgasse. Suchen wir einen anderen Weg. Sie lassen den Tunnel einstürzen, um uns zu fangen. Sehr gut. Jetzt haben wir auch noch He-Man. An deiner Stelle wäre ich da nicht so sicher. Das ist genug. Guter Wurf, He-Man. So einer ist mir noch nie begegnet. Ich bin Opternius, König der Bellots. Bleibt, wo ihr seid. Teela, wir gehen. Ich bringe dich zurück an die Oberfläche. Einen Schritt weiter und meine Soldaten greifen euch an. Warte, lass mich mit ihm reden. Ich glaube, es ist besser, wenn ich bleibe. Aber Teela! Subternius ist sehr verärgert. Ich weiß nicht, warum. Aber er ist nicht böse. Vielleicht kann ich mit ihm reden, dass er die Angriffe auf Eternia unterlässt. Mir gefällt nicht, dass du hier bleiben willst. Ich passe schon auf mich auf. Na gut, ich gehe. Aber ich warne dich, wehe, ihr krümmt dir auch nur ein Haar! Teela wollte unbedingt bleiben. Ich konnte nichts machen. Meine Tochter ist nicht nur klug, sondern auch sehr tapfer. Sie weiß genau, was sie tut. Der nächste Schritt kommt von den Belots. Inzwischen müssen die Farmer ihre Felder verlassen. Die Belots könnten wieder angreifen. Ich verstehe nicht, warum ihr uns wegen der Nahrung überfallen müsst. Mein Volk hungert. Ist das nicht Grund genug? Nein. Wir würden gern mit euch teilen, wenn ihr nur gefragt hättet. Das sagst du jetzt. Aber das ist nicht unsere erste Hungersnot. Vor langer Zeit hatten wir schon eine Missernte und versuchten über der Erde nach Hilfe. Wir trafen auf ein Volk, dessen König uns Nahrung geben wollte. Aber sie haben uns getäuscht und hielten mein Volk gefangen. Wir mussten als Sklaven auf ihren Feldern arbeiten. So ging es viele Jahre, bis sich die große Flucht plante und es gelang uns zu flüchten. Ihr wollt nie wiederkommen. Bis heute. Wir
Wie kann ich dich überzeugen, dass wir nicht so sind wie diese Sklavenhalter? Gar nicht. Ich glaubte, dass mich die Überirdischen nie wieder täuschen würden. Und jetzt ist es Zeit für den großen Angriff. Ich habe die besten Kampfmaschinen. Wir holen eure Ernte. Und wenn wir fertig sind, gibt es kein Eternia mehr. Oh je. Danke, dass ihr uns aus der Gefahr geholt habt. Das ist das Wenigste, was wir tun konnten. Vielleicht seid ihr bald wieder auf eurem Land. Die Belots, sie greifen an. Tila konnte sie wohl nicht überzeugen. Lass mich mitgehen, He-Man. Ich möchte helfen. Garda, He-Man hat Wichtiges zu erledigen und es ist viel zu gefährlich. Ich weiß, wie dir zumute ist, aber dein Vater hat recht. Es ist zu gefährlich. Orko, bleib hier und wirf ein Auge auf die Farmer. Ich starte das Drachengefährt. Und das andere Auge werfe ich auf dich. Viel Glück! Jetzt stehlen Sie auch noch die Vorräte! Nun ist Schluss mit dem Unfug! Na, das war's! Ich muss hier raus! Ramen! Alles in Ordnung, Ramen? Danke, Man at Arms! Man at Arms, pass auf, es kommen noch mehr! Jetzt habe ich eine Überraschung für euch! Das ist eine nette kleine Erfindung. Sie ist ganz gut. Ich würde so gern He-Man helfen. Ich möchte wissen, wie der Kampf ausgeht. Mach dir keine Gedanken. Wenn du erwachsen bist, kannst du den Helden spielen. Mach mit der Maisernte weiter. Ich komme bald zurück. He-Man, schau! Bei Eternia, was ist das? Schützendes Kraftfeld und ein sehr starkes. Ein äußerst starkes. Ramen, hierher! Ah, ich komme! Es ist von einem Kraftfeld umgeben. Wir müssen unsere Kräfte vereinigen. Zusammen schaffen wir es. Oh ja, verstanden, Ramen. Ah, das machen wir. Das war's!
Jetzt stoppen wir die Maschine! Geben nicht auf! Duncan, jede Maschine, die wir stoppen, wird durch zwei neue ersetzt! Ich glaube, ich kenne Ihre Schwachstelle. Ich habe eine Maschine untersucht. Sie hat keine eigene Kraftquelle, nur einen Empfänger. Dann kommt Ihre Kraft woanders her. Aus dem Untergrund. Genau. Ein zentraler Generator sendet die Energie zu allen Maschinen. Wenn du ihn ausschaltest, stehen sie alle still. In Ordnung. Wo finde ich ihn? Dieser Elektrokompass wird dich zu ihm führen. Er reagiert auf dieselbe Wellenlänge wie die Empfänger der Maschinen. Kommst du hier oben alleine klar? Ich tue, was ich kann. Bin schon unterwegs. Bisher wurden wir nicht aufgehalten. Die B-Lot-Maschinen sind sicher alle über der Erde. Hier lang! Die Kraftquelle muss direkt hinter dieser Tür sein. He-Man, du hast also unser Geheimnis entdeckt. Ich gebe dir noch eine Chance, den Angriff zu stoppen. Andernfalls zerstöre ich eure Kraftquelle. Du kannst sie nicht zerstören. Diese Tore sind zu stark. Sogar für dich. So, sind Sie das? Nein! Und jetzt knipsen wir das Ganze aus! He-Man hat wohl die Kraftquelle erreicht. Du bist am Ende, Subternius. Oh, He-Man, das war klasse. Garda, Vorsicht! Wer ist hier wohl am Ende? Keinen Schritt weiter! Achtung, öffne die Tore! Ich werde die Felder Eternius überfluten. Warum? Davon wird dein Volk nicht satt. Nein, aber ohne eure Felder... könnt ihr uns nicht versklaven? Aber mein Vater bebaut die Felder. Wir leben davon. Ich verstehe dich, Junge. Aber es tut mir leid. Ich bin auch ein Farmer und... Das bist du nicht. Mein Vater sagt, ein Farmer würde nie seine Felder zerstören. Und mein Vater würde niemals Sklaven halten. Er will, dass alle frei sind. Das wollen wir alle, Subternius. Freiheit ist das höchste Gut. Höre auf sie, Subternius. Merkst du nicht, dass sie die Wahrheit sagen? Vielleicht hast du recht, Hila. Mein Herz sagt mir, dass der Junge nicht lügt. Und auch du nicht. Und He-Man. Ich habe euch danach beurteilt, was andere uns antaten vor langer Zeit. Jetzt ist es zu spät. Es tut mir leid. Sehr, sehr leid. Es ist nicht zu spät, wenn du die Flut stoppst. Ich kann nicht. Das Wasser ist nicht mehr aufzuhalten. Dann werde ich es versuchen. Kein Wasser zu sehen. Ah, hier fließt es. Wasser fließt ins Meer ab. So richtet es keinen Schaden an. Na, Garda, hast du dein Abenteuer gehabt? Oh ja, aber ich habe nicht auf meinen Vater gehört. Ich habe alles verdorben. Das stimmt, aber du warst sehr, sehr tapfer. Dein Vater sagt, wenn du erwachsen bist, willst du zur Palastwache gehen. Du wirst es schaffen. Hey, habt ihr das gehört? Aga, weißt du schon, wie viel von der Ernte vernichtet ist? Oh ja. Subternius und die Belots helfen uns. Es ist noch genug für alle da.
Es gibt keine besseren Arbeiter als die Belots. Ja, aber einen Arbeiter sollten wir lieber bremsen. Wen denn? Orko, für jede Beere, die er pflückt, ist er 4. Aus unserer heutigen Geschichte können wir alle etwas lernen. Subternius und sein unterirdisches Volk hassten alle überirdischen Bewohner wegen der bösen Taten einiger. Das ist, als wenn man eine ganze Kiste Äpfel wegwirft, nur weil einer faul ist. Richtig, jeden Tag begegnen uns verschiedene Leute. Die meisten sind nett, manche nicht so sehr. Aber es ist unfair, alle Menschen nach dem Verhalten einiger zu beurteilen. Richtig, bis später, macht's gut.